Walking on Sunshine heißt die neue Serie des ORF. In den Hauptrollen sind unter anderem Roman Palfrader, Miriam Pfusenegger, Proshad Madani und Aaron Karl zu sehen. Schauplatz ist die Wetterredaktion eines großen Fernsehsenders. In den engen Gängen eines Büros ist das Drehen der Szenen nicht einfach. Wir haben einen relativ großen Cast, ein großes Ensemble, mit dem es sehr spannend und sehr toll ist zu arbeiten. Aber natürlich ist dann, wenn man so in einem Büro arbeitet und mehrere Schauspieler am Start sind, ist es natürlich immer auch sehr zeitaufwendig, alles wirklich gut abzudecken und alles gut zu kriegen. Und so ist die größte Herausforderung, wie so oft, der Wettlauf mit der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Läuft alles nach Plan, soll die Serie im Jahr 2019 im ORF anlaufen. Hauptrolle im eigentlichen Sinn gibt es nicht, jeder der Charaktere ist ungefähr gleich wichtig. Und wie würden die Schauspieler ihre Rollen beschreiben? Also das ist ein Egomane bis zum geht nicht mehr. Ein rücksichtsloser, unempathischer, teilweise sexistischer Arsch. Ich bin die Sophie Mitterndorfer. Und ich bin Wetterredakteurin, also Redakteurin in dieser Redaktion. Und ich will Moderatorin werden und das werde ich dann auch im Laufe der Zeit. Und mehr will ich noch gar nicht verraten, weil alles, was ich dahingehend erzählen könnte, verrät zu viel von der Geschichte. Jung, dynamisch, ambitioniert, voller Lebensfreude. Also genauso wie ich bin. Das ist die Tilia Konstantin, so heißt sie, zunächst einmal der Name. Das ist die Chefin der ORF-Wetterredaktion. Und es ist eine Frau, die kämpft und die sehr machtbesessen ist und aber auch sehr liebevolle Seiten hat, wie ich finde, weil die Wetterredaktion ist irgendwie ihre Familie und ihr Immunsystem. Und es ist ja schon sehr, sehr wichtig, dass dort alles gut läuft. Und es gibt Leute, die das Leben schwer machen. Zu sehen ist die Serie voraussichtlich 2019 auf ORF 1.